Ich grüße Sie ganz herzlich in dieser Zeit der Corona-Epidemie aus der Grabeskirche St. Anton in Schwalmtal. Ich bin Ursula Hüskens, Pastoralreferentin und Seelsorgerin hier. Viele Sorgen und viel Not gibt es in diesen Tagen und Wochen. Auch seelische Not. Immer wieder stelle ich auch bei mir Phasen fest, da spüre ich große Unsicherheit, Ängste um meine Lieben. Was wäre, wenn? Oder ich denke an die schrecklichen Zustände in Italien. Was wäre, wenn hier? Ich spüre Unruhe in mir, Anspannung und ich suche nach Erleichterung für meine Seele. Worte aus der Bibel können Sinn stiften, Hoffnung schenken, den notwendigen langen Atem stärken, insbesondere in schweren Zeiten. In den vergangenen Tagen sind mir Worte eingefallen, die ich Ihnen gerne weitersagen möchte. Da war erst einmal das Wort: In der Ruhe liegt die Kraft. Es ist der Kern eines Prophetenwortes bei Jesaja, wo es heißt: Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillesein und im Vertrauen liegt eure Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Das andere Wort, das mir einfiel, ist ein Wort aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Gott hat euch nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Immer wieder neu rufe ich mir diese Worte in Erinnerung. Lasse sie mir wieder neu zusagen. In der Ruhe liegt die Kraft. Gott hat euch nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich suche meine innere Ruhe auf. Ich suche die innere Ruhe neu. Welche Wege bringen Sie auf andere Gedanken? Diese Frage habe ich in einem Fastenkalender gelesen. Welche Wege bringen mich auf andere Gedanken? Gedanken der Zuversicht, des Vertrauens. Wege draußen können helfen in diesen Tagen. Das haben wir gehört und es stimmt. Wege vielleicht auch in eine Kirche, die für Stille und Gebet geöffnet ist. Diese Kirche hier in Schwalmtal, St. Anton, ist geöffnet. Immer. So auch jetzt. Jeden Tag von 10 bis 17 Uhr. Hier kann ich stille werden, allein sein, nahe dem Grund, der uns trägt, der Hand, die uns beschützt, was auch immer geschieht. Hier kann ich bei Gott sein, verbunden im Gebet für die anderen Menschen, auch für die Verstorbenen, um die wir trauern. Ich kann eine Kerze anzünden. Aber auch bei mir zu Hause kann ich Wege in die Stille suchen, zu dem Grund, der trägt. Einen Ort, wo ich bei mir bin, aufsuchen. Gott, du lässt dich finden in uns selbst. Horche auf dein Herz. Horche auf Gott, der in der Stille deines Herzens zu dir spricht. Wenn ich in Sorge bin, wenn mich Unruhe überfällt, ja auch Angst, dann kann ich das wahrnehmen und die Ruhe neu suchen und als Glaubende alles vor Gott legen. Vor dich lege ich Trauer und Sorge und Angst. Vom heiligen Franz von Sales ist folgendes Wort überliefert: Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes, deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es dir immer wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Wenn wir immer wieder neu zu uns selbst zurückgefunden haben, wenn die Ängsten und Sorgen und die Unruhe
verbunden mit der Quelle unseres Lebens, mit Gott, dann können wir auch Zuversicht, Hoffnung, Stärkung teilen und aus dieser Kraft und diesem Geist mitmenschlich handeln. Achtsam mit sich selbst, mitfühlend mit anderen.